Ich bin ready. Einfach durchlaufen durch die grüne Wand. Das ist ein Portal oder whatever. Zillipiff. Nicer Name, ja. Bücherregal lesen. Das ist wichtig. Hier oben war, glaube ich, auch noch ein Buch. Ja. Hier. Hast du das? Oh, perfekt. So, und hier hinten, in der tiefsten Ecke der Ecke, sagt der hier dir, ja, räum den Dungeon leer, dann kannst du nochmal wiederkommen, dann mache ich die Tür auf. Oh, will schon mal. Und da drin sind Schätze und Shit und ich will das sehen und deswegen müssen wir das fertig machen. Ich will da rein! Also hier müssen wir, kriegen wir einen Schlüssel anscheinend und dann können wir dann hier rein. Hat er gesagt, da können wir Truhen öffnen. Ja. Nee, du kannst mit dem Schlüssel die bestimmte eine Truhe öffnen, aber wir kommen da rein, wenn wir hier alles fertig haben. Ja, sag schon. Schon gerade gesagt. Und ich will da rein. Muss das sehen. Blub, blub. Nee, aber Lynn, ich bin mittlerweile auch in einer Progress Raid Gilde. In welcher denn? Bei den Himmelsjägern. Ja, da habe ich mich beworben. Schweinehunde. Haben sie aber gesagt, nee, die nehmen wir nicht. Nee, da haben sie nicht gesagt, nehmen die nehmen wir nicht, sondern das war ein, ja, hier Recruiting-Ding, unsere Stammgruppen laufen schon Hard-Mode-Dings und bla und ich war so, nee. Ja, ich bin ja eher so casual unterwegs gewesen, von daher. Ja, ich hab halt auch noch nicht viel Erfahrung, ne, aber das fand ich mir dann, Digga, das ist ein Spiel. Nee, aber prinzipiell VSS halt so schon. Ja, momentan bin ich Aushilfe in einer Stammgruppe und wir laufen gerade. Was laufen wir denn gerade? Wie heißt denn das? VDSR. Ja, da musste ich auch noch rein wegen den ganzen Sets, vor allem Perlenglanz. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich habe mein perfektes Tiefenset voll. Ja, schön, ich habe noch nichts raus. Aber ich bin in Dungeon auch als dreimal oder so gelaufen. Der Seite auch dann nur normal. Der macht ganz schön Schaden, der Gerd. Eben hier bin ich vorhin alleine durchgerannt. Aber hier habe ich es tatsächlich auch geschafft. Nee, hier bin ich bei der Gruppe weg. Jetzt sag mir nicht, dass es so einen tiefen vom Malatar Hunger Penner mit. Der muss sich im Schatten verstecken. Nein, sah gerade so aus. Ja. Gibt ihr hier auch noch einen Boss? Ich weiß nicht, ob ihr den schon hattet. Ich hatte das bei Flohball gesehen. Der ist in so einer Art. Ihr kennt doch den Vorraum von Nerien Ed. Keine Ahnung. Vor dem Schlafzimmer in Kuppler 2. Habt ihr wahrscheinlich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ja, genau. Achso, der einen in eine Wand geschossen hat und man dann verbuggt war. Mit dem Ritter. Ja. Wo man danach dann die zwei Totems abschießen musste. Ja, genau. So einen ähnlichen Raum gab es da auch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr den schon hattet. Ich hatte das halt nur mal bei so dementsprechend. Sag mal, die erwischen einen aber auch aus jeder Richtung, seine komischen weißen Helferlein da. Ja. Ich muss nach dem Boss auch unbedingt nochmal umskillen. Ich hab vergessen, das Schild wieder rauszunehmen. Ich hab keine Kugel drin.
Und man kann den auch nicht unterbrechen. Ach, ihr seid beide tot, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, wenn man auf die Seite guckt, sieht man's. Eine Ewigkeit später. Hast du deine Hochreifer wahrscheinlich auch auf Max-Größe gezogen, oder Lin? Was habe ich? Deine Hochelfer hast du wahrscheinlich auch. Ja, Größe. Ich fand das lustig. Ja, ich sag's mal so, meine Waldelfe kann bei dem Motorboot spielen. Ja, guck mal hier. Kannst ja mal Riese. Ein bisschen du bist kein Elf, ja. Umnippeln. Oh, nee. Ja, jetzt pack mal die Waffe weg. Siehste? Ja, so ganz nicht. Da ist der Tank. Tank, man kann motiviert. Auch mal Bescheid sagen, ne? Ja, habt da Kugeln. Ja, der Tank eine Synergie. So macht man das als Heiler. Und hier hast du ein Horn. Okay, den weißen Dudi muss man einfach nur blocken. Nein, raus da. Die Mechanik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist das rote Buch jetzt? Ah, man muss die Ads unterbrechen. Die spawnen, die grünen und die roten für die Bücher. Ah. Und da liegt er. So, aber auch für dich, Shadow Noob, wir sind hier drin, um uns das anzugucken. Bitte nicht überall durchpreschen und vorrennen oder so. Wir wollen in jeden Winkel gucken, wir wollen uns alles angucken. Ja, das ist unser erstes Mal. Vor. Nur, dass du das. Nur, dass du Bescheid weißt. Der Riss der Totenländer ist in der Nähe. Hier ist ein Zettel auf dem Tisch. Zettel. Gelb, Lock, Grün, Dodge, Rot, Interrupt. Ich stande doch alle vorm Boss, ey. Oh. Gut zu wissen. Der Zimmertisch, der Schreinertisch hier von den sich da auch als Belohnung fürs Buddeln holen kann. Was ist das denn für. Oh, nee, du hast eh gepult. Okay. Dachte ich, war das gerade. Was ist das denn für Fetti, ey? Ja. Und wieso ist der in so einer coolen, nicht gefüllten menschlichen, also nicht mit menschlichem Fleisch gefüllten Rüstung? Nee, das war auch kein richtiges Deutsch. Ach, ihr wisst schon. Mit einer Magie gefüllten Rüstung. Wir damit. Bücher, Regale. Ah, hier ist noch ein Buch in der Ecke. Ha! I see everything. Wo? Hier oben. Bei dem Heiler. Komm zurück. Da, hier, da. Merci. Bis schön. Seh halt alles, ne? Ja, achso. Hier lang. Ja. Ich wollte nur gucken, ob man da durchlaufen kann. Dachte mir gerade, warum ist das Tor zu? Weil das Spiel sagt, du darfst da nicht rein. Nee, warte, wie war das? Du kommst hier nicht rein, oder was? Computer sagt nein. Unknackbar. Ich finde aber die neuen, Loading Screens, die sie da mit drin haben. Und du bist aber eine Hübsche. Ich würde dich auch nicht von der Bettkante stoßen hier. Oh, sie ist einfach despawned.
Ich will Loki Loki machen. Hier ist nichts in den Ecken. Meinst du bei Mazzanti? Ja. Naja. Nur die Robe ist nicht so geil, aber ein hübsches Gesicht hat sie. Robe ist gut, alles andere. Ich will mich umgucken. Noch ein Tor, was nicht aufgeht. Das ist frech. Nee, wie gesagt, also bei der Robe sage ich, also Rüstung, sieht gut aus. Bei ihr, naja, da können wir doch mal. Das ist Tore, die nicht aufgehen. Finde ich nicht okay, Spiel. Endlich etwas, das mir die Monotonie versüßt. 2400 CP, sag mal Shadow. Wie lange hast du dafür gebraucht? Seit wann spielst du? Oh, was das? Was das? Ich will. Gibt's eine Nasenhöhle ist hier. Ich will hier hin. Hä? Warum ist denn hier nix? Warum kann man hier reingehen? Ah, aber Secret Bosse sind doch nicht nur ein Wett zu machen. Wäre jetzt nur so eine. Okay. Einmal durch Popel gebadet. Ein Jahr nach Release mit 3 Halbjahrespausen. Wow. Okay. Also seit 2014. Ja. Eineinhalb Jahre. Ist nochmal so eine Nasenhöhle. Ihr müsst uns nicht angreifen. Also seit 2014, anderthalb Jahre nicht gespielt, eine ganze Weile. Ist hier jetzt was? Nein. Hm. Wer rennt da wie so ein Goblin? Du. Nee. Ist unser Tank. Mal. Noch eine. In irgendeiner muss da was drin sein. Gibt's nope. Oder? Ach doch, hier ist was. Oh wow, jetzt bin ich einmal nicht mitgelaufen, weißt du? Wie heißt der? Kartoffelplepp. Tank. Ey, ist das so ein Loot-Goblin oder was? Tank, wir brauchen dich! Das ist zum ersten Mal so ein Ding. Warum rennt der hier raus? Na, wahrscheinlich macht der gleich so ein Portal aus in die andere. Tötet ihn! Bevor er keine Eier legt. Nein, er hat es zurückgezogen. Scheiße. Naja. Ja, aber das heißt, die sind, der ist jetzt in den anderen Höhlen drin. Das heißt, wir müssen jetzt alle 3 Höhlen machen. Ja. Und da ist er tot. Der ist tot. Jawohl. Ja, der hat einen kleinen Gewölbeschlüssel und. Oh, ja, ey, das ist der Gewölbeschlüssel für den Fuzzi. Ja, für den Fuzzi da hinten. Ja. Nice. Okay, das ist cool. Sowas feiere ich. So kleine Nebendinger, weißt du? War da noch was anderes drin? Da ist noch eine Höhle. Aber wir machen erstmal kaputt. Wir konnten einfach alle Höhlen. Beziehungsweise ihr, ich mache euch nur heile. Wir machen Höhlenabenteuer. Gott, ich kann den Chat gerade nicht lesen. Da ist ganz schön viel drin passiert. Was? Ich bin das nicht gewohnt. Nee, die kann man alle kaputt treten. Gibt da bestimmt auch noch für ein Wetten Achievement. Tritt so und so viele Nippen kaputt. Ja, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Wart ihr in dem anderen Loch schon drin? Oh. Ihr seid da mitten in einem Loch vorbeigerannt. Nee, in dem einen war ich da gerade. Da, wo du rauskommst, da war ich gerade. Ja, das sollte aber hier komplett einmal rumgehen, wenn ich das richtig sehe.
Laser es richtig sieht. So, nee, das war Sackgasse. Interessant. Nee, aber man sollte da ja eigentlich auch noch auf die andere Seite von der Schlucht kommen. Vielleicht, wenn wir den Dungeon weiterlaufen. Kann's sein. Da sind halt auch noch diese Nasenlöcher. Ich hab hier was Leichtes. Was waren das nochmal, Lin? Jacke des Loderndes. Ja, genau das. Runenschnitzers. Okay, hab ich schon eins. Eins hab ich schon mal, die Brust. Lodernden Runenschnitzers. Nee, aber diese apokryphischen Inschriften, ich finde das relativ interessant. Wird eventuell mal zeitweise Meta. Huch! Oh, mal einen kurzen Moment. Jo. Zumal die aktuelle Meta hier sagt, trag doch bitte Reliquien und Säulen von Nieren. Also Fox, um 19 Uhr fangen wir an, Sons of the Forest zu streamen, der Tobi und ich. Und es wird die absolute Katastrophe. Und du kannst uns ja nebenbei laufen lassen, nachdem du die Würfel, wenn du dann die Würfelbox baust. Und ich habe gerade alles mal durchgelesen und nachgelesen. Ich habe da nichts zu sagen, weil mir dazu nichts einfällt. Nee, und aber wenn jetzt eh schon out of line ist. So. Wo mein Kopf da so rauskickt. So, bin ready to kaputt. Nee, to heile mach. Hier kommen wir wohl nicht. Ich glaube. Der letzte, ne? Das ist so ein. Der zweite Boss ist doch nicht der Endboss. So. Achso, wir sind erst beim zweiten. Ja. Ah. Ja, der Dungeon kommt einem länger vor. Ja. Jiii. Oh Gott. Blutquellschmieden, Flashbacks. Was? Blutquellschmieden, Flashbacks. Ja, ich krieg da Flashbacks an. Brüt. Boah, da war ich gestern schon mal. Hat der gerade Gift gepupst? Nee, der Speer kommt bitte auf den Tank, danke. Werde ich angeschossen? Oh Gott, ich krieg Watte-Schran-Flashbacks bei der Magmatuse. Ach. Den kleinen, was? Ey, was denn jetzt? Hallo? What the fuck? Ich mag's nicht. Ich mag's nicht gerne heiß. Warte mal, liegt denn da? Ja, der Ezio. Wie gesagt, ich krieg Schaden jetzt, ey. Die ist schon hart eklig. Wir sind Grabräuber. Das ist ja voll frech. Und lass mich raten, sie wird jetzt die Böse? Würde mich nicht wundern, wenn das... Das wäre so typisch ESO-like. Das wäre so like, hey, du hast hier wie in Pilzgrotte. Tillipiff. Hier ist ein Heiß. Ja, hier ist auch ein Zettel auf dem Tisch. Und schwere Säckle. Wo war denn der? Wo hast du den gesehen? Hinterm Bett. Hier ist er. Rechts. Ah, das ist ja frech. Oh, ja gut, wenn es so ein Bett gibt, ja. Kiste ist auch da. Bricht Erfolg.
Hier beim Tank. Ah, oh, perfekt. Hat er den HS schon? Weiß ich nicht. Aber viele machen sich nichts aus Heavy Sex tatsächlich. What? Das ist schlimm, alles, was gelootet werden kann. Ja, ja, vor allem, wenn es Mats sind. Alles rein in die Tasche. Sieht schon geil aus hier, oder? Ja, interessant. Würde mich aber nicht wundern, wenn die da wieder sowas machen wie in Elsewhere, wo du halt dann ein Haus kriegst. Fänd ich ganz nett. Hätte ich nichts dagegen. Ich wusste nicht mal, dass ich das Haus ab von L2. Ich hab mir das damals irgendwann geholt, das Add-on, dann hatte ich längere Pause wieder. Ja, er ist ja am bestimmten Inhalt des Wegs. Ja, ich nehme trotzdem jeden mit, weil. Es kann halt Platin drin sein, ne? Also ich bin immer out of Platin. Grundsätzlich. Ja, ja. Ich weiß nicht wieso. Wo findet man diese Spots? Ich hab das mal gesehen, diese reichhaltigen Platin-Spots. Wo findet man die? Das sind Fundberichte aus Handwerksdailies. Okay. Ich hab mich gewundert, irgendwie, ey, der baut das jeden Tag ab. Ach Gott. Ich muss mal ganz kurz in den Chat gucken. Hust du's? Wenn ihr kurz warten könntet. Schwer, leicht. Alter Shadow! Das gib mal! Ich hab 7 Millionen. Reicht das, um dir das abzukaufen? 20 Euro Platin, das kann ich auch schon. Ich könnte vielleicht sogar noch mehr schaffen, wenn ich mal meine ganze Kacke absammeln würde. Außerdem brauche ich Kronenüberzüge ohne Ende. Ich bin grundsätzlich auch immer out of Kronenüberzüge. Und ich bin grundsätzlich out of Droikwachs. Wie kann man out of Droikwachs sein? Wo ist es hingeplatzt? Ach, da ist es hingeplatzt. Das ist so ein Ding, das verstehe ich nicht. Ich habe ja nur knapp 1000 davon, glaube ich. Du hast ja bestimmt auch doppelt so viele Charts wie ich. Ja, knapp 1300. Gibt's hier gerade einen E-Penis-Vergleich oder was? Ja. Ja. Ganz schlimm sowas, ja. Ich mach lieber Piratenpimmel-Vergleich. 190 Kronenüberzüge! Digga, du bist reich! Ja, sind momentan wirklich sehr viel also wert. Bevor ich durch halt dieses Portal laufe, laufe ich hier einmal ums Podest und guck, ob hier irgendwo was Cooles ist. Ist nicht. Okay. Ja, man kann ja wieder zurück. Ja, das ist mir ja egal. Ecke ist runtergefallen. Huch. Was das? Ja, was das? Nichts. Das sehe ich auch so, Shadow. Totally understandable. Deshalb sage ich nicht, wie viele Fundberichte ich noch auf der Bank liegen habe. Ich habe mir angewöhnt, sie regelmäßig zu machen, damit sie mich nicht nerven. Ja, ich habe mittlerweile die Zeit dafür. Ich darf ja erst ab dem ersten Mal anfangen zu arbeiten. Loot. Wo ist die Kiste? Da, wo der Tank herkommt. Ich bin... Dedra, können wir die nicht lieber Jagdfahrspinnen nehmen? Wie wär's mit gar keinen Spinnen, damit meine Spinnenphobie nicht getriggert wird? Bitte, danke. Du bin ich froh, dass ich keine Phobie hab, sondern nur leichte Angst vor denen. Kiste ist hier hinten übrigens. Ja, ja, ich Seffi. Ja, du, aber Seffi nicht. War Seffi nicht schon dran? Nein. Nö. Der Tank war dran. Okay, Lügen, Achtung. Oh, jetzt gab mir nicht, hier gibt's dasselbe wie mit. Ja, doch, gleiche. Och nee. Warum denn immer die Spinnen? Können wir nicht mit den Schmetterlingen folgen? Aber, das mit Veli dreht, das war ja eigentlich so für dich einer der schlimmsten Dungeons überhaupt. Ja. Wiege der Schatten ist
Da muss ich zum Glück nicht mehr rein, da war ich vorhin drin. Achso, uns fehlt eigentlich nur noch ein Heavy Sack, ne? Wir hatten ja schon zwei Kisten. Wir hatten nur noch ein Heavy Sack. Ich find's immer noch traurig, dass die das runtergesetzt haben. Nicht, nicht dass die 40 schweren Säcke in Selenes Netz. Ich vermisse ich. Immer der Waldelfe hinterher. Ich mag da, die Blumen. Hier ist er schon. Okay. Kaputt heilen! Gib mir deinen Schlüssel, ich will die Schatzkammer looten. Er rennt. Rennt. Huish. Gucken schon, ob er es noch schafft, sich zurückzuziehen, der Schweinehund. Ah, nee. Das war nicht. Zweiter Schlüssel. Ich bin mal gespannt, was es da alles was gibt. Was ist denn das? Was ist das hier? Was ist da? Was ist da? Keine Ahnung. Ich will. Ja, deswegen gucke ich ja jetzt. Ja, ja, ich komme noch rum mit. Ach du Scheiße, wieso ist denn das hier so verwinkelt? Ah, okay, ja, das ist auch so ein Spawnraum von dem Typen. Ja, ja, Spawnraum. Und. Aber da kommst du ja auch nicht sofort drauf. Foxy, ich habe Hogwarts Legacy noch nicht weit gespielt. Ich weiß, dass sie existiert. Alles klar. Hier auf der Brücke, okay. Hier ist nix. Achso, hier geht's noch weiter. Hier ist nix. Du bist echt alleine. Ja, ich bin irgendwie, also ich wollte es im Stream irgendwann nicht mehr weiter. Ich wollte es im Stream nein, oh Mann. Ich First Person und nicht gucken. Süß. Primär die an der linken Seite. Ja. Süß. Ich hab zwar keine Angst vor Spinnen, aber ich hasse die Viecher. Ja, ich hab eine richtig krass tolle Spinnenphobie. Fisch, ganz, ganz schlimm. Fisch, vegetarische Fischgerichte. Valinna hat es mit Vala und dem Spiralstrang. Isst der das auch gerne? Vorsichtig. Gibt's da auf der anderen Seite noch? Na, auf der anderen Seite gibt's doch auch noch weiter. Genießen, euch an Spinnen es zu ist noch nicht zu spät. Wir müssen hier überall runterkrabbeln. Nein, weh, du fasst das an. Du fasst das nicht an. Warum? Das ist der Hard Mode. Mach doch auf nochmal, nee, nix. Normal kannst du keine Hard Mode machen. Natürlich. Die kannst du auf Normal auch ankrabbeln und dann passiert da was. Ja, aber dann passiert nichts. Lammigkeit. Nur in der Veteranfassung verfügbar. Sag ich doch Shadow nun. Ich dachte, die kann man auch noch mit trotzdem mit angrabbeln und dann passiert da was. Nur, dass es dann halt nicht so doll weh tut. Also, es war jetzt gerade keine Absicht, ne? Ich wollte. Ja, es ist doch aber kein Hardcore an. Alles gut. Achso, du hast gepullt. Weißt du, wolltest du nicht pullen? Also, nee. Dann so an den Rang gegangen. Hörnchen! Das war ein Ausversehen. Was? Weh? Ach ja, einfrieren ist gut. Ist immer noch eklig, aber ist gut. Yo! Tank stand da schon in der Lünn tot. Safi auch. Ich hab's nicht mitgekriegt. Okay. Ja, ihr müsst wegrennen. Ja, Tank. Rätz mal alle vier, die noch am Anfang Shadow, liegen. Shadow, warte eben. Wir gehen. Was? Nein. Hier wird nichts angefasst. Nicht touchy.
ändern. Netzzupfen auf. Achso, das war das, was ich gerade hatte. Das war eklig. Laufen, 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 laufen. Laufen, laufen, laufen. Ist man immer froh, wenn man mittlere Rüstung trägt und die komplett ausgeskillt hat. Mein Horn. Röt. Oh, ein Emote. Wir haben den Stab des Wandernden und Valinna ist besiegt. Oh, ich hätte gerne alles vom Runenschnitzer, was ihr nicht braucht. Ich finde es schön, dass ich den. Aber er war es wert dafür. Alles, was ihr nicht braucht, sind ja die erste Mal drin. Aber. Beinarbeit ohne Brandblasen. Na toll. Ja, wenn du noch, wenn du noch was vom, von der Inspiration hast, gerne. Inspiration. Oh, nee. Weiß nicht. Ach, vor allem, hey, ich sehe gerade, hör mal Beine, du brauchst die Beine nur ein. Na, gib mir die göttlichen Beine, bitte. Danke. Ja, ich durchdringlich. Diese spare ich mir einmal. Craften. Nee, aber, hab ich leider nicht. Naja. So it shall be. Oh ja, Quest abgeben. Erhabener Federkiel, euer Stab des Wandernden. Behaltet ihn. Und dann gehe ich jetzt ganz frech durch das Portal in die Schatzkammer. Ja, ich bin dabei. Das muss ja noch ein bisschen Stuff geben. Ich habe ja auch noch was für dich. Ja, geht ja 2 Stunden lang. Können wir gleich machen. Ich will erstmal. Ich will das sehen. Gott, dieser Effekt geht mir dezent auf die Nerven. Wenn man durch das Grüne läuft, ne? Ja. Der ist brutal eklig. Mach auf! Der ist nur dezent unangenehm, aber. Lass mich rein! Ist dieser einfach die Oh, hier gibt's viele Truhen. Also darf man sich aussuchen. Okay, das ist geil. Ah, es gibt auch große Gewölbschlüssel. Schlüssel. Aber die kriegt man vielleicht nur im Bett. Da würde ich mal von ausgehen, ne? So, den noch auf. Hier habe ich jetzt was für dich. Ich habe einen Streitkolben für dich gekriegt. Ein Schlüssel mehr. Toll, jetzt habe ich. Oh, was haben wir denn hier? Ein Blitzstab. Ah, hier habt ihr schon alles weg. Klein. Cool. Und. Ah, gut, dein Jür. Soll man einen Secret Plus geben, wenn man. Ja, wird dann eventuell nur in Wett verfügbar sein. Ja, gehe ich mal von aus. Ja, und den einen Boss, den ich da vorher noch angesprochen hatte, in Balswana. Oder nee, er war hier beim ersten Boss. Der ist anscheinend nur in Balswana. Ja, den Secret Boss haben wir vorhin gefunden und weggemacht. So, Lynn, komm her. Ja. Give it to me. So, was war denn hier alles?
Aber der Stil sieht nett aus. Schwer, leicht. Heißt er? Oh Gott, ich sehe das. Okay, die haben wir. Hier ist auch noch was Leichtes. Schriftgelehrte von Mora und Schwert von Mora. Hm. So, das war's. Danke. Bitteschön. Hat Shadow auch was? Shadow ist schon weg. Ah ne, da ist er. Hat Shadow auch Runenschnitzer? Hat. Ich renne jetzt so lange bis du her. Hinterher bis du. Interessanter Spiegel. Hier geht's noch Regale. Nido. Nee, den hab ich schon, den Hut. Warte, ist denn göttlich? Ja, dann will ich den haben. Bitte. Bitte, bitte, das ist göttlich, göttlich, göttlich. Ach nee, warte, ich brauch den gar nicht als Rüssi, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja Monster-Set. Never mind. Interessant, dass der hier noch im Labern. Wer seid ihr denn? Boah, ich würde sogar in die Glascase hier einfach einschmeißen und, Ganze in Muffelback hauen. Tschüss, Tank. Danke fürs Shadow, Mitkommen. Vielen lieben Dank fürs Tanken, ne? Ja, danke, danke, danke. Danke, danke. Danke. Geh jetzt auch mal mit dem Metall leer machen. Geh doch mal raus. Jo. Auch dir. Auch dir, danke Ezio. Fürs Mitkommen. Dankeschön. Bitte, bitte, ich danke für die Trophäen. Eieiei. Sind ja doch sehr coole Dungeons. Ich finde das mega. Allein wegen den Truhen. Und wegen diesen Goblins. Und wenn du das auf Veteran machst, kriegst du dann bestimmt die größeren Schlüssel. Finde ich sehr geil. Finde ich auch sehr cool. Da haben sie sich was Vernünftiges ausgedacht. Ja, weil das dann nicht einfach durchs Dungeon rennst. Sondern auch so nebenbei, wie sie was zu tun hast. Ne? Ja, definitiv. Finde ich ganz cool.